Ja, moin zusammen. Heute gibt es ein kleines Projekt und zwar geht es um dieses Fenster. Das wird jetzt ein bisschen umgebaut. Da kommt ein Regal rein. In dem Fall, weil wir hier im Metallbereich sind, wird es eine Stahlkonstruktion. Da hinten ist der Holzbereich und das wird ja alles sauber getrennt. Das habt ihr ja mitbekommen. Und der Holzwerker kann sowas natürlich auch mit Holz bauen. Ich mache es jetzt hier aus Stahl und da gibt es einfach so ein paar Möglichkeiten, die ich euch einfach zeigen will, die ich für sinnvoll halte, also um das Ganze flexibel zu halten und noch so ein paar kleine Kniffe, wie man das baut und so weiter und so fort. Also da ist mit Sicherheit für den einen oder anderen trotzdem was Sinnvolles dabei, auch wenn es nur ein Regal ist. So, jetzt seht ihr hier schon mal ein paar Vierkantrohre, das wird die Basis und hier ein paar Flachstahlstücke, die habe ich schon vorbereitet mit einer Bohrung, das werden Flansche und das Ganze wird jetzt nicht so, wie ihr euch das wahrscheinlich denkt, wie man das so kennt, nein, das wird ja flexibel und da kommt natürlich gleich noch was dazu. Das hier wird erstmal nur der Träger. So, von diesen Vierkantrohren brauche ich jetzt vier Stück und weil ich die jetzt konstruktionsbedingt nicht auf einmal sägen kann auf der Metallbandsäge, beziehungsweise in einem Schnitt, übernehme ich jetzt das Maß. Das heißt, das ist mein Referenzstück und hier zeichne ich mir das jetzt einfach an und übernehme es auf das nächste Stück. Wichtig dabei ist, ich mache mir jetzt hier mit dem Marker ein kleines R drauf als Referenz, weil wenn ich das jetzt einmal gesägt habe, übernehme ich das Maß auf das und wenn ich das dann wieder als Referenz nehmen würde, kann es sein, dass ich mir über mehrere Stücke hier immer mehr Ungenauigkeiten reinhole durch das Anzeichnen. Also ist das immer meine Referenz zum Anzeichnen und die nehme ich für alle weiteren auch. Bei zwei oder drei ist das jetzt nicht so dramatisch, aber wenn man irgendwie mal 10 Stück ablenken will, dann sollte man halt eben immer wirklich das erste geschnittene als Referenz zum Anzeichnen nehmen. So, hier vorne kann ich mir also einfach einen kleinen Anschlag machen, wo ich es einfach nur gegenschieben kann. Dann sind die beiden Kanten schon mal genau. Und auf der anderen Seite mache ich mir dann eben hier einfach nur schnell einen Anriss. Allerdings säge ich natürlich jetzt rechts vom Anriss, weil sonst habe ich natürlich ein Stück zu kurz. Die Sägeblattbreite hätte ich dann mit abgeschnitten. So, das zweite Rohr ist gesägt und jetzt nehme ich natürlich für das dritte Rohr wieder hier mit dem R markiert als Referenz zum Anzeichnen. Alle Rohre sind abgelenkt und wichtig ist jetzt hier, klar, dass die kurz entgratet werden, aber hier kommt später eine Kehlnaht hin, also es wird verschweißt. Und deswegen jetzt nicht hier mit der Flex irgendwie meterweise Zeug wegschleifen, sondern einfach kurz mit der Feile einmal hier den Grat weg, dass wir hier eine schöne saubere Kante haben. Das nächste Stück ist das Vierkantrohr, das ist ein 30er, das hier sind die 20er, 4 Stück. Und die stehen später so da drauf. 4 Stück nebeneinander, Außenabstand 1 Meter, das heißt von hier nach da ist 1 Meter, links und rechts steht etwas über. Und dann haben wir insgesamt 4 Stück, das heißt wir haben 3 Abstände. Und das zeichne ich mir jetzt einfach nur grob mit dem Marker an, weil hier kommt es auf den Millimeter nicht an. Also diese Abstände, die müssen nicht hundertprozentig genau sein. Wichtig ist später, dass die winklig sind, also lotrecht zum oberen und unteren Teil. Aber zum groben Anzeichnen der Abstände reicht das, wenn ich das so mache. Jetzt kommen hier erstmal noch 2 Bohrungen rein. Wofür die sind, sieht man dann später. So, die Löcher sind jetzt aufgebohrt auf 8,5 mm und jetzt müssen die natürlich entgratet werden. Das könnte man jetzt auch an der Ständerbohrmaschine machen, muss aber nicht unbedingt sein. Man kann sich auch einfach hier mit einem kleinen Akkuschrauber eben behelfen. Vorne der Kegelsenker drauf und dann eben einfach leicht entgraten. Vorteil Akkuschrauber, der hat eine regulierbare Drehzahl und wenn man jetzt mit so einer alten Gurke an Ständerbohrmaschine arbeitet, wie ich das im Moment noch tue, da geht es halt erst ab 500 Umdrehungen los und das ist theoretisch, wenn man es genau nimmt, für den Kegelsenker schon zu schnell und dann schlägt das auch gern mal aus und hiermit hat man eine schöne saubere Führung durch die Masseträgheit vom Akkuschrauber selbst und damit kann man dann einfach schnell entgraten. So, der Grundrahmen ist verschweißt. Heute ist mal wieder so ein Tag, wo man am besten nicht hätte anfangen sollen. Ich habe erst hier mich vertan, habe das 2 cm versetzt verschweißt. Dann ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob man es erkennt, die Flansche, die müssten eigentlich in die Richtung nach oben stehen. Gut, ist egal, es ist jetzt alles verschweißt, es passt auch so, es funktioniert auch so, nur ist es ärgerlich. Das Fenster hier, das war ja früher mal alles Stall und diese Laibung hier, auf beiden Seiten, das ist halt auch alles nicht wirklich im Lot. Das ist buckelig und krumm und schief und da muss man halt solche Sachen dann auch einfach anpassen. Das ist jetzt nicht so wie im Neubau, wo alles hundertprozentig rechtwinklig ist. Hier unten haben wir jetzt einen riesen Spalt. Auf der rechten Seite ist es genau bündig. Ich habe das mit der Wasserwaage schon getestet, da ist halt wirklich einfach Gefälle drin.
dann sind halt die Linien nicht hundertprozentig parallel, aber wichtig ist, dass der Träger an sich natürlich dann im Lot steht, also im Wasser. Und das haben wir ja auch erreicht. So, und jetzt kommt die eigentliche Hauptsache, worum es geht. Das ist die Idee dahinter, und zwar das hier. Die meisten werden das jetzt schon erkennen. Das ist ein ganz einfaches Regalsystem, was man an die Wand schraubt. Und hier bei dem brauchen wir natürlich ein bisschen andere Steifigkeit, eine andere Geometrie. Und deswegen hat das jetzt erstmal den Trägerrahmen gekriegt. Jetzt gehen wir da noch ein bisschen näher drauf ein. So, das ist jetzt mal ein Stück Rest von dem Quadratrohr, was ich hier für den Rahmen verwendet habe. Das ist also für die Streben nach oben, wo dann eben dieser Träger draufkommt. So, und hier sieht man ja, das ist ja bekannt, die haben immer Löcher, um die halt eben zu befestigen. In dem Fall ist das für Senkkopfschrauben. Und das würde hier theoretisch auch gehen, aber wenn man sich das jetzt mal genau anguckt, wenn ich das mal da drauf lege, dann, wenn ich jetzt hier oben eine Schraube reinsenken würde und würde die auf Vorspannung bringen, dann würden wahrscheinlich sich diese beiden Schenkel hier einfach nach außen biegen, weil hier haben wir noch einen Radius an dem Vierkantrohr und das wäre wahrscheinlich eine suboptimale Lösung. Zudem hätte ich das Problem, dass ich einfach noch überall jetzt Bohrungen setzen müsste in dem kompletten Rahmengestell und deswegen, obwohl ich ja so gerne flexibel bin und das jederzeit auch wieder auseinanderbauen können möchte, springe ich jetzt mal über meinen eigenen Schatten und das wird jetzt einfach tatsächlich verschweißt. Und jetzt habe ich hier einfach schon mal ein paar Reststücke genommen und habe einfach getestet, weil man muss jetzt hier nicht unbedingt eine komplette Naht durchziehen. Es reicht wirklich, wenn man es heftet. Das bringt absolut genügend Stabilität. Den Abstand kann ich sogar noch deutlich größer lassen. Das hier war jetzt, wie gesagt, nur ein Test. Da bin ich auch einmal schon mal direkt mit Lack drüber. Das ist optisch vertretbar und mechanisch auf jeden Fall absolut ausreichend. Und genauso mache ich das jetzt eben hier auch. Diese hier waren jetzt 1,20 Meter und ich habe die jetzt einfach natürlich noch ein bisschen anpassen müssen, dass die auch hier reinpassen. Die gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Längen zu kaufen als fertige Systeme. Die sind auch mal unten verlinkt. Ganz günstiges Zeug, aber hierfür absolut ausreichend und für ein Wandregal natürlich auch. So, jetzt habe ich hier so viel Platz, dass ich die überall schön einsetzen kann. So, und jetzt wird es interessant. Ihr habt gesehen, das ist angeschweißt, das rechte Teil. Und jetzt könnte man ja annehmen, ich nehme mir einfach den unteren Abstand vom Rohr zu dem nächsten Teil und schweiße das dann auch an, mit demselben Abstand von unten. Das ist aber alles nicht immer so einfach. Ich habe ja erwähnt, dass diese Laibung von dem Fenster komplett krumm und schief ist. Da ist nichts wirklich in Waage. Und was ich ja später erreichen will, ist, dass diese Einlagen, die sollen ja schön in Waage stehen. Einfach für die Optik. Das ist ja erstmal mein wichtigster Punkt. So, was muss ich also machen? Ich setze mir meinen Rahmen erstmal grob da rein und richte den so aus, dass der schön im Lot steht und schön im Wasser steht. So, und dann muss ich meine Regalteile anbringen und die auswiegen. So, und da gibt es immer so viele schöne Fallstricke. Zum Beispiel hier ist ja ganz klar, man geht also erstmal her und klemmt das hier irgendwie fest. Das ist ja, wie gesagt, schon verschweißt auf der Seite. Und dann legt man hier die Wasserwaage drauf, eine lange natürlich, so. Und dann ist das erstmal schön in Waage. Dann drehe ich die Wasserwaage um, lege das wieder auf und stelle fest, komplett Außenwasser. Das kann ich jetzt hier auch nochmal zeigen, wenn ich die jetzt hier so auflege, dann ist die erstmal grundsätzlich in Waage. Und dann drehe ich die ganze Wasserwaage um und dann sieht das so aus. Das ist jetzt hier vielleicht erstmal nicht viel. Wenn man das aber über eine gesamte Länge sieht, von in dem Fall über einen Meter, dann muss ich die Wasserwaage fast so weit anheben, dass die in Waage ist. Und da sieht man schon, das ist ein ordentliches Stück. Wenn man dann davor steht, ist das einfach schief. Und das ist mir persönlich einfach schon zu viel. Also habe ich mir ein Aluprofil genommen, was über die komplette Länge geht, wo ich sicher sein kann, dass es wirklich auch gerade ist. Und jetzt habe ich hier auch wieder eine Baumarktwasserwaage, aber die ist jetzt im Wasser. Und wenn ich die umdrehe, ist die auch hundertprozentig im Wasser. So, da tut sich also gar nichts. Das ist immer genau dasselbe Ergebnis. Und das ist eigentlich das, was ich will. So, jetzt in der Kamera oder wenn man jetzt einfach nur davor steht, kommt natürlich noch ein weiteres Merkmal hinzu. Wenn man sich das jetzt so anguckt, könnte man meinen, oh, das ist aber irgendwie schief. Irgendwie passt das nicht. Da kommt jetzt wieder die optische Täuschung dazu. Wir gucken jetzt durch das Fenster durch und sehen im Hintergrund
einen Balken, wir sehen ein Carport, was ein Dachgefälle hat und wir sehen ein Fahrzeug, was mehrere geschwungene Linien hat. So, und dann kommt es zu einer optischen Täuschung. Wenn ich im Hintergrund ganz viele Kanten habe, die schräg laufen, habe ich irgendwie optisch das Gefühl, dass diese Leiste, die eigentlich im Wasser steht, dass die vielleicht nach da Gefälle hat. Und das sieht dann auch nochmal jeder anders. Das heißt, ihr könnt jetzt vielleicht sagen, das ist doch alles gut, und der andere wird sagen, das ist total schief, und ich würde auch sagen, nee, irgendwie stimmt das nicht, aber es ist hundertprozentig im Wasser. Und das sind so Fallstricke, die passieren können, wo man sich dann einfach auch ja, mit beschäftigen muss oder sollte. Man kann das natürlich jetzt auch einfach alles da reinprügeln und festschweißen und dann hat man das halt hinterher alles schief und manchen ist das ja auch einfach scheißegal. Mir ist es halt nicht egal und man sieht einfach, mit wie vielen Kleinigkeiten sich man beschäftigen kann, nur um einfach ein Regal da einzubringen in so einem Umbau, der einfach komplett krumm und schief ist. So, die linke Schiene ist auch verschweißt und wer ein bisschen aufmerksam war, hat jetzt gesehen, das Zeug ist doch lackiert. Du schweißt doch bitte nicht einfach lackiertes Zeug über. Doch, habe ich in dem Fall gemacht. Wir gucken uns jetzt mal einen so einen Heftpunkt an. Also unser Baustahl, der hat noch einen gewissen Rest an Zunderschicht, die oben drauf ist, die man normalerweise auch wegmachen sollte. Und hier oben ist unsere Regalschiene und die ist lackiert. So, das heißt, normalerweise sorge ich dafür, dass ich metallisch blank bin auf beiden Seiten, dass ich eine vernünftige Schweißverbindung kriege. In dem Fall ist es jetzt aber tatsächlich egal, weil die Anforderungen einfach nicht so hoch sind, dass das sein müsste. Aber trotz, dass dieser Heftpunkt jetzt einwandfrei aussieht, was da drin passiert, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Dadurch, dass ich jetzt hier den Lack mit verschweiße und auch die Zunderschicht, habe ich immer Dreck im Schweißbad. So, und Dreck bedeutet immer im Zweifel oder im schlimmsten Fall Bindefehler, die mit Sicherheit jetzt hier in der Schweißnaht auch passiert sind. Das sieht man aber von außen nicht. Das heißt, das ist fachlich nicht korrekt, das jetzt einfach so festzubraten. Das funktioniert und hält. Aber es ist fachlich nicht korrekt. Also ansonsten immer hier metallisch blank schleifen alles, dass ich wirklich ein vernünftiges Schweißbad habe, ohne Schmutzeinschlüsse, weil dann habe ich wirklich auch keine Bindefehler und habe vernünftig geschweißt. Also wenn ihr schweißt, dann nicht so. Aber man muss halt immer abwägen, wie viel Aufwand ist das jetzt hier, das alles metallisch blank zu machen, oder brate ich das jetzt einfach so zusammen. In dem Fall habe ich mich dafür entschieden, das funktioniert, aber es ist fachlich nicht korrekt. Die Botschaft dahinter sollte klar sein, bei einer Schweißnaht geht es nicht darum, wie die aussieht von außen, weil die kann ganz wunderbar aussehen und technisch aber überhaupt nicht funktionieren. Eine Schweißnaht muss in erster Linie halten und da muss man einfach auf solche Sachen achten oder halt eben auch die Regeln brechen, wenn man die Regeln kennt. So, ich hoffe, man erkennt das jetzt einigermaßen. Wir haben ja hier unten eine unebene Fläche und da sind Wellen drin und so weiter und so fort. Ist nicht in Waage und jetzt muss das Teil ja ausgerichtet werden. Aber ich muss bedenken, dass die Last, die von oben kommt, die muss ja abgeleitet werden auf diese Fläche. So, und deswegen muss ich das einfach unterlegen. Hier sind jetzt zwei Unterlegscheiben aus Stahl, die habe ich aus Flachstahl gemacht. Einfach, dass die ein bisschen größer sind als eine richtige Unterlegscheibe, um einfach Fläche zu erzeugen. Die sorgen jetzt im Prinzip nur dafür, dass der Dübel hält, dass der nicht nach oben gezogen wird. Das ist hier bei der Schraube genauso. Und den Rest habe ich ganz simpel einfach nur mit Holzabschnitten unterlegt. Also ganz kleine, dünne Reststückchen, deswegen hebe ich mir sowas auch immer auf. Und somit ist es jetzt komplett ausgerichtet. Und die Schrauben machen im Prinzip nichts anderes, als später die Bewegung vor und zurück aufzuhalten. So, eine andere Funktion haben die nicht. Der Rest, die ganze Kraft, die von oben drückt, die wird jetzt schön verteilt auf die Unterlegung mit dem Holz. Und oben haben wir jetzt die beiden Flansche mit den Bohrungen und da habe ich schon angezeichnet. Natürlich muss man jetzt hier diese Neigung noch auswiegen, das ist jetzt schon passiert. Da wird jetzt gleich noch gebohrt, dann wird das verschraubt und dann ist das komplett fest. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass diese Schrauben da oben bei den Flanschen nichts anderes machen, als diese Bewegung aufzufangen. Die werden nicht jetzt die Last von oben tragen sollen, dafür sind die nicht gedacht. Die fangen nur den Hebel ab, der minimal entsteht durch das Gewicht später. Die Hauptlast wird, wie gesagt, hier unten aufgebracht.
So, in der Zwischenzeit sind einige Tage vergangen. Das Teil ist jetzt komplett lackiert. Das habe ich also schon gemacht und ich habe es auch schon verschraubt, wie ihr gesehen habt. Das hier sind also diese bekannten Haken dafür. Da steht 60 Kilo drauf. Also ein Haken ist laut Hersteller belastbar mit 60 Kilo. Das glaube ich jetzt nicht wirklich. Aber wenn man das in Summe rechnet, kommt das auf jeden Fall hin. Also da werde ich kein Problem haben. Und das ist jetzt einfach der Witz an der ganzen Geschichte, dass ich das jetzt hier so flexibel wie möglich aufbauen kann. Das ist jetzt leider etwas schwierig zu zeigen hier mit der Kamera, aber das Prinzip kennt ja jeder und jetzt kann ich mir einfach hier meine Haken setzen. So, jetzt habe ich alle Haken drin, habe jetzt meine 5 Ebenen und die kann ich mir dann, so wie ich es halt über die Zeit hin brauche, dann einfach in der Höhe verstellen. Das war mir einfach wichtig. Ein fest verschweißtes Regal, dann will man da irgendwas reinstellen, das ist dann bei mir, ich habe immer so ein Glück, dann 1 Zentimeter zu hoch, dann passt das wieder nicht, dann ärgere ich mich wieder und so kann ich mir das einfach einstellen. So, die Haken sind 200 lang und die sind jetzt so, ich habe die ganze Konstruktion so gebaut, dass ich hier vorne eine plane Fläche habe, eine theoretische. Ich bleibe also jetzt hier, wenn ich hier so herfahren würde, nicht an einem Regal hängen, sondern das ist wirklich komplett eingelassen. Und ich kann trotzdem noch hier, da ist also noch genügend Platz, wenn man das Fenster mal putzen will. Wir wissen alle, das werde ich nie wieder putzen, aber wenn ich es denn mal wollte, könnte ich es. Also da ist auch für gesorgt und ich könnte sogar im Notfall sogar hier noch ein bisschen lüften. Da ist also wirklich auch noch Luftspalt. Aber das Fenster wird in seiner Funktion überhaupt nicht mehr genutzt. Also ich brauche hier weder Licht noch Lüftung, weil das Licht, das stört mich eigentlich eher immer beim Filmen. Dann habe ich Mischlicht und so weiter, Gegenlicht. Von daher kann das ruhig zugebaut werden. Das mit dem Regal ist für mich in dem Fall deutlich sinnvoller. So, jetzt kommt natürlich der Hauptteil und das ist das. Gewöhnliches Stahlblech, allerdings verzinkt, Stärke 4 mm und das habe ich halt eben so formatieren lassen vom Lieferanten schon, dass das hier genau reinpasst und jetzt ist das stabil, kann nicht vor und zurück und wer jetzt ein bisschen sich mit sowas beschäftigt, wird sofort erkennen, ja, das ist aber doch hier recht dünn in der Mitte, ganz klar. Ich muss natürlich jetzt hier dafür sorgen, dass ich hier jetzt nicht 300 Kilo belaste, weil dann würde sich das leicht durchbiegen. Also ich habe ja hier meine Kräfte, die ich aufbringen kann. Deswegen habe ich auch insgesamt 4 Streben nach oben. Und da ist die Lastverteilung schon ordentlich gegeben und ich kann hier wirklich auch ordentlich drücken. Da ist natürlich minimale Bewegung drin, aber das fängt schon ordentlich Gewicht auf hier mit 4 mm Stärke. Was man machen könnte, ist hier unten nochmal kleine Leisten verschweißen, die das Ganze stabilisieren oder halt eben auch abkanten vorne und hinten. Das könnte man auch alles machen, ist aber nicht nötig. Das funktioniert auch so. So, und hier unten rechts sieht man jetzt, worum es eigentlich geht. Diese beiden Holzregale standen vorher in dem Fenster. Und das ist ja einerseits Holz, was ich ja vermeiden will, und andererseits auch totale Platzverschwendung. Und ich habe halt da überhaupt keine Möglichkeit, was unterzubringen. Da seht ihr, jetzt liegt jede Menge Kleinzeug drin, Stahlreste, Metallreste allgemein, Abschnitte. Und genau dafür ist dieses Regal und halt eben noch für zusätzliches Zeug. Das große Materiallager, was dann kommt, das mobile, da seht ihr schon die ersten Brocken da stehen. Das wird halt nochmal eine wirklich größere Nummer. Aber das ist jetzt hier, wo es heute drum geht. Diese Bleche kommen vom Lieferanten aus einer großen Schere. Das heißt, die haben immer hier eine Schnittkante. Das heißt, eine Seite von der Schere, wo die ansetzt, die ist immer gerundet. Und unten ist es dann extrem scharfkantig. Da ist ein großer Grat dran. Das muss man natürlich dann entgraten. Das habe ich in dem Fall einfach mit der Fächerscheibe gemacht auf dem Winkelschleifer. Und dann sind das hier schöne, saubere Kanten, wo man sich einfach auch nicht dran verletzen kann. Hier sieht man auch nochmal, dass das schön plan ist mit der eigentlichen Wand. Das stößt also nicht vorne raus. Oben, wie gesagt, sind die Flansche verschraubt. Die machen aber nur die Querbewegung. Die fangen die auf. Und stabil ist das Ganze allemal. Ja, und erzählen kann ich euch natürlich viel. Ich weiß, ihr wollt es sehen. Ich will es ja auch nochmal prüfen. Und ich denke mal, wenn man das so drauflegt, kann man das so lassen. So, und wenn man die Waage dann wieder wegnimmt und hat dann wieder im Hintergrund die ganzen schiefen laufenden Kanten und hier die Leibung, die krumm und buckelig ist, dann sieht das wieder alles schief aus. Ist es aber nicht. Ich kann auf jeden Fall sicher sein, dass es gerade ist und es gibt für mich einfach nichts Schlimmeres als sowas. Ich will das einfach gerade haben.
So, jetzt haben wir das mal beispielhaft befüllt. Diese ganzen Abschnitte, die ganzen kleinen Reste, viele schmeißen sowas in Schrott. Ich brauche das aber einfach zu oft, um es einfach wegzuschmeißen. Und genau dafür ist jetzt dieses Regal und natürlich noch für andere Sachen. Ich habe es ja jetzt nur beispielhaft mal befüllt. Das werde ich mir dann in Ruhe nochmal vornehmen, aber das ist Teil des gesamten Umbauprozesses hier. Das große Materiallager für dieses Material kommt ja dann noch. Da kann der Schweißgerätewagen woanders hin. Ich kann das alles ein bisschen umräumen, um Platz zu kriegen. Und mir war halt wichtig, es ist komplett aus Stahl. Der Holzwerker kann das natürlich auch genauso gut aus Holz bauen. Man kann da auch jetzt in dem Fall ein Holzbrett drauflegen. Das sieht dann auch noch optisch gut aus. Aber das ist jetzt für mich die richtige Lösung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, das große Materiallager kommt dann demnächst. Das wird nochmal interessant. Und dann sage ich mal, bis demnächst und ciao.